Heute erwartet uns hoffentlich ein tolles Spiel, liebe Fußballfans. Und damit hallo aus dem Stadion von Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann. Sie dürften selbstbewusst an die Auswärtsaufgabe rangehen. Ihre Defensivleistungen in dieser Saison sind richtig gut. Ja, die sind wirklich stark und wenn sie das auch heute wieder zeigen können, dann haben sie die beste Chance. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Sie spielen heute im 4-5-1-System. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Sie wollen in die gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Und nun ein Schuss. Den Ball hält er gut. Das gibt einen Eckball. Kittel. Waldschmidt. Gleich der erste Freistoß. Das ging schnell. Und jetzt zeigt er ihr Rot. Völlig zu Recht. Da hatte er keine andere Möglichkeit. Waldschmidt. Ein gelungener Pass. Er kommt nicht durch mit dem Pass, der Verteidiger passt auf. Das könnte die Gelegenheit geben. Da kommt der Schuss. Und da haben wir es, das Tor. Es fällt überhaupt nicht auf, dass sie hier nur zu zehnt sind. Ganz und gar nicht. Sie gehen hier sogar in Führung. Eine unglaubliche Leistung. Jetzt geht's hier richtig los. 11 Minuten rum und das erste Tor ist gefallen. Und da auch schon das erste Foul. Freistoß. Er sieht die gelbe Karte so früh im Spiel. Nicht leicht. Jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Und Eckstoß. Vestager. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ricardo Rodriguez. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Der Torhüter kann jetzt abstoßen. Werfen wir noch mal einen kurzen Blick auf den Führungstreffer. Und da tut sich die Lücke auf, das hat er sofort erkannt und trifft. Und Eriksen. Das macht er gut. Christian Eriksen. Da passt der Torhüter auf. Das ist jetzt seine Chance. Da zieht er ab. Der Ball ist drin. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Ignowski. Und wieder ein Foul. Sieht er jetzt die zweite gelbe Karte? Er muss runter. Für das Foul zeigt ihm der Unparteiische die zweite gelbe Karte. Ja, da hätte er sich natürlich zurückhalten müssen. Zu spät für das Foul muss er natürlich vom Platz. Und jetzt bergauf. Schuss!
Den Schuss setzt er knapp daneben. Westergaard. Er ist frei, da kann was draus werden. Schießt er ihn rein. Ein unfassbares Tor. Oh, das ist ein ganz seltener Moment für ihn. Ja, sonst ist der Abwehrspieler natürlich eher für das Tore verhindern zuständig. Aber hier macht er selbst. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Martinez. Stendera. Klostermann. Das ist die Gelegenheit zum Kontern. Und jetzt der Schuss. Und Tor! Da hat er das Auge für den Mitspieler und dann ist es für den natürlich auch leicht. Und da gab es natürlich auch nichts zu halten. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Guter Körpereinsatz hier. Waldschmidt. Stendera. Da war kein Gegenspieler mehr dran, also gibt's Abstoß. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer. Und Eriksen. Schussversuch. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Jetzt gibt's gleich die Ecke. Kopfball. Und der Schuss geht genau auf den Torwart. Klasse aufgepasst. Er stark gemacht, das könnte was werden. Da kommt der Schuss. Was für ein Tor. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Und wir haben einen neuen... Er schießt! Was eine Chance! Latte! Geht hier vielleicht noch was, Buschi? Na, Zeit ist noch, aber dann muss es jetzt schnell gehen. Sie liegen nach wie vor deutlich zurück. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Oh, da haben die Verteidiger ihn aber im Stich gelassen. Und so kannst du den Gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Er nimmt den Volley. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Er bleibt im Ballbesitz nach diesem Zweikampf. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Und er schießt. Da passt er klasse auf. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. 3 Tore in einem Spiel. Ich glaube, Buschi, den Spieler des Spiels haben wir gefunden. Ja, kann ich nicht widersprechen. Ganz klar, Wolf, er zeigt hier eine Riesenleistung und ist mit Abstand der beste Mann auf dem Platz. 6:1, das ist schon eine richtige Abreibung. Und nun ein Schuss. Den Ball hält er gut. Das gibt einen Eckball. Die erste Hälfte war ganz schön einseitig. Mal sehen, ob es jetzt mehr Gegenwehr gibt. Macht er ihn. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Viel Verkehr im Strafraum. Gleich kommt die Ecke.
den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Da geht er dazwischen. Wichtig, er hat den Ball da draußen. Nun Eriksen. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Da passt er auf. Klasse, dass er da rauskommt. Und so kann er den Ball eben halten. Klasse Aktion. Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt. Dann geht es auswärts gegen den 1. FC Köln. Eine richtig reizvolle Partie könnte das werden. Er ist frei, da kann was draus werden. Da geht die Fahne hoch, also... Ach, das würde ich mir gerne eine Wiederholung noch mal anschauen. Martinez. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Schussversuch. Klasse Moral. Sie versuchen noch mal ein Spiel zu finden. Da kommt der Schuss. Da hätten sie die Führung fast ausgebaut. Knapp daneben. Die nächste Partie der Bremer steht an und gegen wen es geht, zeigt uns die Einblendung. Ja, es geht gegen Freiburg im nächsten Bundesligaspiel und da könnte ich mir Schlimmeres vorstellen. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Das war keine wirkliche Herausforderung für den Torwart. Und jetzt der Schuss. Da ist er. Und das muss ein Tor werden. Und da klingelt es im Kasten. Kein Tor. Auf Abseits entschieden. Gut gesehen. Richtige Entscheidung. Da haben wir die Szene nochmal. Ist natürlich ärgerlich, dass der Treffer nicht zählt, aber spätestens jetzt zu sehen, richtige Entscheidung. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Wenn er da nachgelegt hätte, wäre das Spiel endgültig entschieden gewesen. Aber sei es drum, sie führen ja weiterhin. Und Eriksen. Und nun ein Schuss. Den Ball hält er gut.